Ja, Blutfette, wir haben sie alle. Nur erhöhte Blutfettwerte sind halt auch ein Risikofaktor für eine Herzkrankheit. Die Kollegin ist gestolpert, okay. Nicole, alles gut? Okay. Dann wieder zurück. Der Benjamin wird uns zum Thema Lipidsenker, also bei zu hohen Cholesterinwerten, ja, so ein bisschen einführen, in Anführungsstrichen. Danke und viel Spaß. Ja, vielen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen hier und auch zu Hause. Mein Name ist Benjamin Müller. Ich bin seit 3 Jahren als Gesundheits- und Krankenpfleger in den Herzkatheterlaboren des Herzzentrums Saar beschäftigt. Ich darf Ihnen heute etwas erklären über das Thema Lipidsenker. Ich habe hier die Frage aufgeworfen, ob es sich hier um ein Millionengeschäft handelt. Ich darf gleich vorne wegnehmen, das ist es nicht. Es handelt sich hier um ein Milliardengeschäft. Zunächst einmal müssen wir für uns klären, was sind Lipide und warum sind sie wichtig für uns? Nun, zum einen ist der Begriff Lipid zunächst einmal einfach ein Sammelbegriff. Es geht hier um alle natürlichen Fette und fettähnliche Substanzen. Hier zählt genauso das Olivenöl hinzu, was Sie zu Hause in Ihrer Küche haben, wie auch Kerzenwachs. Sie sind schlecht oder gar nicht in Wasser löslich. Man kennt das, wenn man Öl in Wasser schüttet, das mischt sich nicht. Sie sind dennoch für uns sehr wichtig. Sie sind eine wichtige Strukturkomponente innerhalb unserer Zellen oder spezieller der Zellmembran, dienen dem einen oder anderen mehr, dem anderen weniger als Energiespeicher und sind wichtige Signalmoleküle in unserem Körper. Des Weiteren sind sie auch die Grundlage für die Bildung der Sexualhormone. Gut, jetzt, was ist für uns wichtig an Lipiden? Für uns sind die Lipide wichtig, die wir im Blut haben. Hier ist zum Beispiel das Cholesterin zu nennen. Streng genommen ist Cholesterin kein Fett, sondern fungiert als Emulgator für Fett in unserem Blut. Es ist wichtig für die Regulierung des Hormonhaushaltes. Nun, wer das Thema so ein bisschen verfolgt, kennt die Unterscheidung in gute und böse Fette. Das gibt es auch für die Lipoproteine. Hier haben wir das LDL. Die Aufgabe des LDLs ist es, Lipidmoleküle von der Leber zu den Organen zu transportieren. Sollte allerdings zu viel Fett im Kreislauf sein, neigt es dazu, diese in die Gefäßwände einzulagern. Das können Sie hier unten auf dem Bild sehen, was ich Ihnen eingeblendet habe. Ah, hier. Vielen Dank. Gut, okay. Macht aber nichts. Gehen wir nochmal zurück. Das hat nicht so ganz so geklappt, wie es sollte. Jetzt müsst ihr gehen? Gut. Ah ja, also Sie sehen hier diese Fetteinlagerungen in den Gefäßen. Hier ist schon etwa die Hälfte des Gefäßlumens durch das Fett belegt. Je weniger es von diesem LDL gibt, umso besser ist das für unsere Gefäßgesundheit. Wenn es ein böses Lipoprotein gibt, gibt es natürlich auch ein gutes Lipoprotein. Die Aufgabe des HDL. Dieses transportiert die überschüssigen Lipidmoleküle aus dem Kreislauf zurück zur Leber und führt sie der Verstoffwechslung zu. Man kann also sagen, es wirkt direkt der Atherosklerose, so nennt sich das auf dem Foto, entgegen und ist positiv für unsere Gefäßgesundheit. Diese Gruppe, die Sie hier sehen, lässt sich sehr schlecht zum Beispiel durch Nahrungsaufnahme beeinflussen. Hier wären es eher die Triglyceride oder die sogenannten Neutralfette. Das ist das Speicherfett unseres Körpers. Kann nicht vom Körper selbst produziert werden. Das ist das, was wir über die Nahrung mit uns aufnehmen müssen. Hier ist es auch so, dass erhöhte Werte, dadurch, dass mehr Fett vorhanden ist, das Risiko für eine kardiovaskuläre Erkrankung steigern. Ein Sonderfall innerhalb der LDL-Lipoproteine ist das Lipoprotein klein a. Man hört es in der letzten Zeit immer häufiger, es kommt immer mehr in den Fokus. Dieses Lipoprotein klein a stellt einen komplett eigenständigen Risikofaktor dar für kardiovaskuläre Erkrankungen.
Es ist, wie gesagt, ein LDL-Lipoprotein und wird genetisch vorherbestimmt. Das heißt, egal wie wir unsere Ernährung anpassen, dieser Wert wird sich nicht ändern. Es ist bis zum heutigen Tag sehr schwierig zu therapieren. Die genaue Funktion dieses LP, klein a, wie man es kurz nennt, ist bis heute nicht geklärt. Man vermutet, dass es mit der Wundheilung zusammenhängt und daher seine Thrombose- und Atherosklerose-fördernden Eigenschaften hat. Die Therapie, die im Moment am besten funktioniert, ist die Lipoproteinapherese. Sie können sich das vorstellen wie eine Dialyse. Das Blut wird entnommen, durch mehrere Filter gepumpt und wieder dem Patienten zurückgeführt. Ein sehr großer Aufwand, der aber dann den Wert des LP klein a erheblich senken kann. Es gibt verschiedene Herangehensweisen, den Lipidwert, wenn er denn zu hoch ist, zu senken. Ich habe Ihnen hier ein paar sehr alte Herangehensweisen und ein paar neuere aufgelistet. Zum einen besteht die Möglichkeit, die Fettaufnahme einfach zu senken. Das passiert zum Beispiel durch Ionentauscher, die die Gallensäuren bereits im Magen binden, oder durch Acetidone, die die Aufnahme des Fetts im Dünndarm hemmen. Eine weitere Gruppe sind die Fibrate. Hier ist die Herangehensweise, dass der Fettsäureabbau gesteigert wird. Hierzu werden Zellorganellen angeregt, einfach diesen Abbau anzukurbeln. Eine der häufigsten Wirkstoffgruppen sind die Statine. Diese hemmen Enzyme, die die Zellen braucht, um Cholesterin zu bilden. Wir hatten ja eben bereits gehört, dass der Körper sich diese Cholesterine selbst bildet. Durch den Cholesterinmangel bilden die Zellen mehr Rezeptoren für das LDL und fischen dieses aus dem Körper raus. Es ist nicht mehr im Körper, es wird auch nicht mehr in den Gefäßwänden eingelagert. Eine sehr, also eher neue Herangehensweise ist, die Anzahl der LDL-Rezeptoren an der Leberzelle zu steigern. Das sind die PCSK9-Hemmer. Hier wird die Bindung spezieller Enzyme an der Leber verhindert. Dadurch gibt es mehr freie Rezeptoren, um LDL-Cholesterin zu verstoffwechseln. Ja, die bis heute häufigste Therapieform zur Lipidsenkung sind die Statine. Es handelt sich hier um die ehemals umsatzstärkste Medikamentengruppe weltweit. So, warum ehemals? Denken Sie, dass weniger Lipidsenker verschrieben werden als noch vor 20 Jahren? Eher nicht. Das hat mit dem Patentrecht zu tun. Wenn Sie einen Wirkstoff zum Patent anmelden, haben Sie von diesem Zeitpunkt an 20 Jahre Patentschutz auf Ihren Wirkstoff. Es lässt sich nicht nur der Wirkstoff patentieren, sondern auch die Herstellungsverfahren oder Hilfsstoffe. Aber sagen wir, Sie beantragen das Patent und haben dann 20 Jahre Zeit. Jetzt dauert es in der Regel mehr als 10 Jahre, bis so ein Medikament auf den Markt kommt. Sie können noch eine Verlängerung des Schutzes beantragen. Im Schnitt bleiben Ihnen nachher 12 Jahre, in denen Sie ein Monopol, möchte ich es nennen, auf Ihr Medikament haben. Sind diese 12 Jahre rum, kommen die Hersteller von Generika ins Spiel. Der Preis verfällt, der Umsatz weltweit fällt mit diesem Medikament. So, die ersten Statine gab es nun schon Ende der 80er Jahre. Das heißt, die sind schon lange aus dem Patentschutz draußen. Aktuell sind etwa 4,5 Millionen Deutsche in Behandlung mit Statinen. Sortis war das erste Medikament weltweit, das es geschafft hat, einen Umsatz von über 10 Milliarden Euro zu generieren. Das war bereits im Jahr 2004, entspricht aktuell ungefähr dem Umsatz mit Lipidsenkern insgesamt weltweit. Man sollte bei einer Behandlung mit Statinen überlegen, ob man das eben genannte LP klein a, das Lipoprotein klein a, bestimmt, da sich unter einer Therapie mit Statin dieser Wert steigern kann. Dann zu der bisher neuesten Wirkstoffgruppe, das sind die PCSK9-Hemmer, die zu Hilfe gezogen werden, wenn Statine nicht oder auch nicht ausreichend helfen, den LDL-Wert zu senken. Diese wurden 2015 erstmals zugelassen in der EU. Es handelt sich nicht immer, aber bei den meisten um eine Antikörpertherapie. Der Umsatz beträgt ca. 1 Milliarde Euro jährlich.
Der Herr Dr. Nohr war so nett, sich eben bei der Firma Amgen, die das Reparta herstellt, das Sie auf den Bildern sehen, zu informieren. Es gibt derzeit weltweit ungefähr 1 Million Patienten, davon 300.000 in Deutschland. Diese PCSK9-Hämmer führen auch dazu, dass der Umsatz mit den Lipidsenkern wieder steigt. Sie sind recht teuer. Wir haben Jahresbehandlungskosten von über 6.000 Euro. Ja, man könnte nun davon ausgehen, die Pharmazie richtet's. Wir brauchen nicht groß darauf zu achten. Wenn der Wert zu hoch ist, schlucken wir ein paar Tabletten und der Wert ist wieder in Ordnung. Suchen Sie sich aus dieser Liste gern ein paar Nebenwirkungen aus. Ich glaube, wir können darauf verzichten. Es ist derjenige, der eine altphilologische Ausbildung genossen hat, weiß, der griechische Begriff Pharmakon bedeutet Heilmittel und Gift. Jede Wirkung zieht eine Nebenwirkung mit sich. Und wenn Sie sich das hier so angucken, ich denke, auf die meisten Sachen können Sie alle sehr gut verzichten. Gut, was bleibt uns übrig? Uns bleibt im Prinzip nichts anderes übrig, als selbst anzupacken und die Sachen zu machen, die wir alle wissen und sie dennoch ignorieren. Zum Beispiel eine gesunde und ausgewogene Ernährung. Wir kennen alle die 10 Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Wir bevorzugen immer, wenn es geht, Vollkornprodukte, trinken eigentlich ausschließlich Wasser und verzichten, wo es geht, auf Fleisch. Verstehen Sie mich bitte nicht falsch, ich möchte das Ganze nicht ins Lächerliche ziehen, nur ich denke, Sie alle wissen, wie man eigentlich gesund lebt, wir entscheiden uns alle dafür, es trotzdem nicht zu machen. Nicht umsonst sind diese Wirkstoffgruppen solche Dauerbrenner. Gut, was bleibt uns sonst noch übrig, außer auf die Ernährung zu achten? Die Klassiker der kardiovaskulären Prophylaxen, Sport und Bewegung. Hier mindestens 2,5 bis 5 Stunden Ausdauersport und zusätzlich am mindestens 2 Tagen pro Woche Krafttraining. Mehr ist natürlich immer besser. Wir verzichten auf Nikotin. Sie sehen das auch im Krankenhaus, gibt es keine Raucher. Und ich meine, ich bin hier als Paradebeispiel gebucht worden, das Übergewicht gilt zu reduzieren. Da das hier eine Veranstaltung ist, von der Sie was mit nach Hause nehmen sollen, habe ich mir jetzt eine Übung überlegt, die wir alle machen können, um Übergewicht zu reduzieren. Es ist eine sehr einfache gymnastische Übung. Man wird hier auf meiner letzten Folie gezeigt. Wenn Ihnen jemand etwas zu essen anbietet, schütteln Sie einfach mal mit dem Kopf. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen. Ja. Danke, Benny. Also zu der Gewichtsklasse gehöre ich natürlich auch. Ne? Also ich schließe mich da ein. Aber das war echt super. Das war sehr informativ. Und hat auch mir im Vorfeld nochmal so das ein oder andere Lichtchen etwas heller strahlen lassen. Gibt es hierzu Fragen? Wirklich nett? Gar nicht. Und dann hast du alles gut gemacht, hast du perfekt erklärt. Vielen Dank, Benny. Und dann gehen wir zum nächsten Thema.